Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Dieses Video geht einmal um mein Auto. Ihr habt nämlich gefragt, zeig mal her, was du alles hast, welche Ausstattung du hast, wie dein Auto aussieht. Und das mache ich in diesem Video. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. In diesem Video zeige ich euch einmal mein Auto und stelle euch das mal vor. Ich drehe mal die Kamera, damit wir das mal gemeinsam machen können. So, da sind wir. Ich bin hier einmal, damit ihr auch einmal wisst, wo wir uns hier rumtreiben. Wir sind hier in Hamburg in der Hafen City. Der Mond ist auch am Start. Zieht euch das mal rein. Das ist krass. Der Mond ist am Start. Super nice, wir sind hier in der Hamburg City. Wunderschönes Wetter. Ich habe hier ein sehr interessantes Plätzchen gefunden, an dem war ich selber auch noch nicht. Und da denke ich mal, ist es ganz gut, dass ich mal hier bei dieser Location euch mein Auto zeige. Ich wurde halt darum gebeten, dass ich das mal mache. Ihr wolltet wissen, welche Ausstattung habe ich, wie ist mein Auto sonst so im Zustand, und das wollte ich jetzt einmal mal machen. Also fangen wir ganz simpel an, einmal von außen. Also, was sieht man von außen sofort? Kein M-Paket. Leider nicht, hätte ich gerne, aber leider ist es ohne. Wichtigstes für mich persönliches Eigenschaftsobjekt ist das hier. Und zwar, mein Auto verfügt über die Abstandssensor. Das bedeutet, ich habe den Abstandssensor im Auto. Dieser funktioniert bis 180 km/h. Ich habe auch schon probiert, den zu kodieren und anzupassen, dass da halt mehr geht. Leider geht das Ganze nicht. 180 ist echt das absolute Maximum. Das Ganze sieht so aus, dass man hier einen Hebel hat. Ich guck mal, ob ich das hinkriege. Dieser Hebel sieht ein wenig anders aus und hat hier noch einen Hoch- und Runterschalter, so dass ich im Display, ich mache da nochmal separat gleich ein Video von einem Display, halt mit Balken einstellen kann, wie groß die Distanz sein sollte. In der Regel ist es so, ein Strich ist verhältnismäßig nah dran, zwei Striche ist so, womit ich normal fahre, drei Striche ist, glaube ich, der vorgeschriebene Sicherheitsabstand, vier Striche ist halt Luxus, super Abstand, da bist du halt super safe. Funktioniert ganz geil, funktioniert ab 30 km/h bis 180. So, eben hat er sich mein Handy aufgehängt, ich weiß jetzt nicht, wo er sich aufgehängt hat. Also, das Tempomat funktioniert 30 bis 180 km/h. Ich kann währenddessen auch schalten. Also ich kann 100 km/h eingeben, ihn bei 30 aktiviert haben, dann beschleunigt er hoch und ich kann währenddessen Kupplung treten, hochschalten. Ist eine ziemlich geile Sache. Ich liebe diese Funktion und ich möchte eigentlich ein Auto gar nicht mehr ohne diese Funktion haben, was es auch sehr schwer macht, andere Autos mit guter Ausstattung zu finden. On top ist das Ganze gepaart bei mir mit der Aktivlenkung. Mein Auto verfügt über die Aktivlenkung. Die ist ja zum Teil nicht so gut angesehen. Ich finde die Aktivlenkung aber mega geil. Aktivlenkung ist für mich echt sehr angenehm. Ich habe damit noch nie Probleme gehabt. Die funktioniert echt tadellos. Und ja, würde sie auch nicht vermissen wollen. Denn einfach der Einschlag, so, ich mache meistens nur ein Viertel, maximal bis einen halben Lenkeinschlag und erreiche damit so alles, was ich erreichen kann und erreichen möchte. Bleiben wir mal beim Innenraum. Innenraum einmal habe ich hier Spiegel zum Anklappen, elektrisch, zeige ich euch einmal, zip, und wieder zurück. Da sieht man mich auch mit meinem Puschel hier. Xenonlicht mit Kurvenlicht, sieht man hier. Nächste Sache, die mein Auto hat, ist, was man von außen einfach mal so steuern kann. Einmal Spiegelpaket und jetzt piepen die Diebstahlwarnanlage. Zwei Sachen, die ich einmal habe. Ja, kein Keyless Go, aber sonst ganz normal. Alles vorhanden. Dann zeige ich euch noch, Schiebedach ist am Start und die Highflosse, also Navi. Welches Navi habe ich? Ich habe das Navi Professional. Und dann geht es auch mal weiter zum Innenraum. Zum Innenraum zeige ich euch einmal Lenkrad. Hier war ursprünglich das Sportlederlenkrad drin. Ich habe das ausgetauscht gegen ein M-Lenkrad mit Multifunktionstasten. Die, weiß ich nicht, ob er die hatte, weiß ich gerade nicht, ehrlich nicht mehr. Müsste ich mal in meinen alten Fotos kramen. Aber ich habe jetzt mit Multifunktionstasten und das M Lenkrad finde ich super geil, ich habe das richtig gerne, habe ich als neues gekauft, richtig gut. Und dann habe ich M-Knauf eingebaut, da war ursprünglich auch ein der Standardknauf drin, und M-Handbremse habe ich auch nachträglich eingebaut, war vorher auch was anderes drin, die Standard-Handbremse. Die drei Sachen finde ich echt geil, macht sehr viel her, macht den Wagen echt, echt deutlich schöner im Innenraum. Ansonsten Innenraum sehr wichtig, finde ich, sieht man das so, muss man ein bisschen Steuerung üben.
Teilleder-Sportsitze habe ich. Und zwar, das ist meine aktuelle Sitzposition. Das Ganze in Teilleder. Ich bin froh, dass ich kein Vollleder habe. Ich bin kein großer Fan von Vollledersitzen. Deswegen Stoff in der Mitte finde ich echt nice. Leder an der Seite auch echt nice. Und das Ganze mit Sportsitzen. Sportsitzen super wichtig, weil man im Vergleich zu den normalen Sitzen die Möglichkeit hat, die Neigung einzustellen. Die Neigung einzustellen ist eines der wichtigsten Optionen, weil man kann den Sitz so vorne im Gesamten nach hinten klappen, was echt ein geileres, sportlicheres Fahren und Fahrposition für mich jedenfalls ermöglicht. Bleiben wir mal beim Innenraum. Haben wir hier die HiFi-Anlage drin. Ich habe nicht die HiFi Professional, sondern nur die HiFi. Ich bin aber echt sehr zufrieden mit der. Kann nichts sagen. Standardmäßig wäre, glaube ich, ein bisschen zu wenig, aber die HiFi als solche reicht mir persönlich schon aus. So, ich verstelle mal meine Position, dass ich mal ein bisschen Platz habe hier. Gehen wir weiter zum Navi. Ah, ich muss meinen Schlüssel zecken. Wo ist mein Schlüssel? Und da ist mein Schlüssel. Keyless Go, wie ihr seht. Keyless Go, wie ihr seht, habe ich nicht. Ich besitze das Navi Professional. Wie ihr wisst, habe ich ja umgerüstet. Hier ist jetzt das neue Navi CCC drin. Vorher war das ohne diese Favoritentasten. Die Favoritentasten ist diese Leiste hier. Ist ganz cool, wenn man hier so leicht drauf drückt. Mal macht er hier Zielführung an. Nein, wollen wir nicht. Da zeige ich ein paar Namen. Kann man hier unten schon, wenn man nur ganz leicht drüber fühlt, fängt er dann an anzuzeigen, was da hinten hinterlegt ist. Finde ich ziemlich cool. Ursprünglich hat mein Fahrzeug auch die Möglichkeit in Entertainment. Da gibt es auch noch ein paar Features. Und zwar TV. Mein Auto ist TV-fähig. Leider mit der Abschaltung von DVB-T ist somit auch diese Funktion für mich flöten gegangen. Also da ist es jetzt schon ein wenig her. Hatte damals ganz gut funktioniert. Ich konnte Pro7 gucken, wenn ich mal irgendwie im Stau war. Habe auch das rauskodieren lassen, dass ich das während der Fahrt auch benutzen kann. Dass ich auch mal Simpsons während der Fahrt schauen konnte, wenn ich im Stau stand. Das war ziemlich amüsant. Gibt es leider nicht mehr, seitdem DVB-T abgeschaltet ist. Zudem habe ich nicht nur den reinen CD-Player. Es geht auch gleich die Mucke an. Ich habe einen CD-Wechsler drin. Das zeige ich euch auch einmal hier an dieser Stelle. 6 CD-Wechsler hinten im Kofferraum ist ebenfalls verbaut. Finde ich auch ganz cool. Ich habe so meine Standardsachen drin, die ich eigentlich immer drin habe. Plus sonst verbinde ich meine Musik immer mit dem Bluetooth-Stecker. Den zeige ich euch einmal hier unten. Den habe ich seit Ewigkeiten drin. Funktioniert perfekt. Bin sehr zufrieden damit. Was sonst noch sehr interessant ist und was ihr wahrscheinlich auch sehen könnt, ist, ich habe kein Cup Holder. Also ich habe keine Möglichkeit, hier eine Dose abzustellen. Absolut nicht. Weder hier an der Seite, wo man den sonst kennt, noch hier in der Armatur. Also bei mir, wenn man Getränke hat, ist es ein wenig komplizierter, das Getränk während der Fahrt aufzubewahren. Finde ich aber nicht so schlimm. Ich bin jetzt auch nicht so extrem, dass im Auto nicht gegessen wird, aber ich passe schon auf, dass man hier keinen Quatsch macht. Meine Sitze sind auf jeden Fall fleckenfrei. Dann geht das Ganze weiter. Hier sieht man mich mit meinem Setup. Ich zeige euch auch den Puschel, dass ihr mal ein bisschen seht, was hier abgeht. Ich habe einen Spiegel mit Abblendung, mit automatischer Abblendung. Die Abblendung gilt einmal für den Innenraum, also einmal für Spiegel, den Innenraumspiegel, als auch die beiden Außenspiegel. Die sind ebenfalls verstellbar. Ansonsten hier nochmal von innen. Einmal das Schiebedach, der SOS. Polizei Notruf haben. Draufdrücke geht sofort alarmlos, aber da ist noch ein Knopf drunter. Habe ich auch schon mal drauf gedrückt. Weil ich wissen wollte, was passiert. Das mache ich nicht live mit euch. Man wird auf jeden Fall zur, weiß ich nicht, Feuerwehr oder Polizei durchgestellt. Und dort wird dann gefragt, ob alles in Ordnung ist. Ich habe einmal gesagt nein, weil ich habe meinen Kopf dran gestoßen, als ich hier mit dem Navi rumgemacht habe. Aber ich wollte unbedingt mal wissen, was hier Phase ist. Und da geht keine Bombe hoch, sondern einfach nur die Polizei ran. So, ja, noch interessant. Lieblingsfunktionen sind das hier. Sitzheizung. Beste Pieper vorne, hinten. Vorne Pieper, hinten Pieper. Auch wichtigste Option. Klimaanlage, automatische Klimaanlage. Auch sehr nice. Ja, das war's soweit vorne. Ich gehe gleich mal meine Liste durch und check mal, ob ich alles schon abgehakt habe. Ansonsten, sieht auch hier der Hebel ein bisschen anders aus von der ACC. Hier hast du noch einen Schalter hoch und runter, das zeige ich euch gleich einmal. Blende ich mal ein. Achso, ganz wichtige Feature auch noch, und zwar die verschiebbare Mittelarmlehne. Es gibt eine, die fix ist. Wenn man die hat, echt scheiße. Ich habe die verschiebbare echt gerne. Man kann nämlich auch hier oben nämlich den Hebel verschieben und aber auch den hochmachen. Und
somit hat man auch die Möglichkeit dann, wenn man sportlich unterwegs ist und so sitzt, wie ich sitze in dem Auto, ein bisschen nämlich weiter vorne, Rückenlehne ein bisschen hoch, voll keine Neigung, dann stört die Scheiße und dann muss man die wegklappen, so wie jetzt, dass man mit dem Ellbogen nicht dort hängen bleibt. Und so ist echt perfekt. Ja, ansonsten, wie ihr seht, auch silberne Interieurleisten, finde ich auch ganz nice. Ich finde den Kontrast sowieso schwarz-silber bei dem Auto echt cool, was auch der Grund ist, warum ich keinen Performance-Grill drin habe, sondern Standard-Grill. Natürlich ist das jetzt ein bisschen Quatsch mit der Sitzposition, ich verstelle das einmal. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Sportsitze auch wichtigste Funktion ist einmal, dass man hier die Seitenwangen, die hier oben, die hier, aufpusten kann. Das heißt, wenn man sportlich unterwegs ist, macht man hier ein bisschen enger, dann hat man einen viel geileren Sitz drin. Finde ich auch richtig, richtig, richtig nice. Sieht das Ganze einmal von hinten aus. Mein Auto ist eigentlich sehr gut gepflegt. Hinten saß bei mir nie einer. Die Flecken, keine Ahnung, die sind halt, weil sie da sind. Aber der Rest, zieht euch das rein. Eigentlich top gepflegt. Ja, sonst ein paar kleine Miseren, die von dem Vorbesitzer kommen, was der da gemacht hat. Keine Ahnung, wie man so einen Scheiß hinkriegt. Aber ich sitze nicht hinten, ich gucke mir das nicht an. Mich juckt das nicht großartig. Ja, was gibt es sonst noch als Wichtiges zu erzählen? Was gibt es denn noch als Special hier? Hier in meinem Kofferraum immer noch ganzes Kamerazeug drin. Ich filme gerade mit dem Handy, weil es gerade am praktischsten ist. Hier Navi-Einheit und sonstiger anderes Schnickschnack und CD-Wechsel da an der Seite. Das müsste es eigentlich soweit gewesen sein. Ich hoffe, ich habe Xenon und Kurvenlicht am Start. Wenn man Xenon hat, ist es natürlich verpflichtend, Scheinwerferreinigung mit dabei zu haben. Nebelscheinwerfer hat er auch. Und jetzt gucke ich mal meine schlaue Liste, dass ich sehe, dass ich alles für euch abgehandelt habe. Gehen wir durch. Armauflage verschiebbar, jo. Interieurleisten Titan matt, jo. Freisprechtelematik, ach ja, ich habe Freisprecheinrichtung mit drin mit dem Navi Professional plus Sprachbefehlsteuerung. Die Sprachbefehlsteuerung funktioniert aber, seitdem ich das neue Navi habe, nicht, weil ich dafür die Internetfunktion habe. Ich habe die Internetfunktion vorgezogen, weil hätte ich da jetzt was angepasst, hätte es sein können, dass ich diese verliere. Die wollte ich nicht verlieren. Nun funktioniert sie nicht mehr. Jetzt müsste ich mich mal darum kümmern, dass ich die Spracheinrichtung wieder aktiviere, weil das war ganz cool. Drück meinen Kopf, dann fragt sie, jo, was geht? Und dann sage ich Navi-Perspektive und dann kriege ich sofort die Navi-Perspektivensicht. Sehr, sehr geil. Machen wir weiter. Ich drehe mir die Kamera um zu mir zurück. Haare auf jeden Fall gemacht, Wind war am Start. Jetzt checke ich mal meine Liste aus, ich habe das hier auf meinem Handy. Dann geht es weiter, Aktivlenkung, jo, habe ich auch erzählt. Sportliche Fahrwerksabstimmung, ja, ich hatte ursprünglich das M-Fahrwerk drin, jetzt habe ich ja das KWV3-Fahrwerk drin. Ich nuschel da immer so hart, also KWV3-Fahrwerk. Ja, Multifunktionslenkrad hat er sogar gehabt ursprünglich, also habe ich immer gehabt, habe ich jetzt gehabt. Sportdealer-Lenkrad wurde ersetzt durch M-Lenkrad. Alarmanlage, habe ich auch erzählt. Exterieurumfänge in Wagenfarbe, ja, ist eigentlich für mich Standard, aber es gibt auch welche, die es nicht, so 318i die ersten und sowas, das war das noch Hartz-IV-Ausstattung, da musste man das, glaube ich, extra bezahlen. Hier ist mit dabei, Frontscheibe mit Grünkeil, auf jeden Fall, ja, ist da vorhanden. Glasdach elektrisch erzählt, Fußmatten Velour auch am Start, Weindreieck, Verbandstasche, zeige ich euch gleich, habe ich hinter meinem Beifahrersitz. Aus folgendem Grund, weil wenn ich mal angehalten werden sollte, möchte ich nicht, dass mir irgendeiner in den Kofferraum glotzt. Warum auch immer er das tun sollte, will ich das nicht. Deswegen habe ich die Sachen im Auto drin, weil hinten fährt sowieso niemand mit. Weiter geht's. Innen-Außenspiegel mit Abblendautomatik, habe ich erzählt. Innenraum, Rückspiegel, Auto, Abblendautomatik, habe ich auch erzählt. Raucherpaket, ja, Raucherpaket habe ich. Ist aber nicht Raucherauto, hier riecht es nicht nach Qualm drin, zum Glück nicht. Ich finde aber die Ablage, die man durch das Raucherpaket hat, sehr nice. Sportsitz, beste Sitzheizung, göttlich, Mittel am Lehnen vorn, hier hinten, auch nice. Ich sitze zwar nicht so oft hinten, aber sie ist da. Scheinwerferreinigungsanlage, habe ich erzählt, Pieper, Park Distance Control, vorne hinten, auch am Start, Nebel, auch am Start, Regensensor, ich hasse ihn, ich würde ihn gerne rauskodieren. Geht leider nicht, also ist aber leider vorhanden. Xenonlicht, adaptives Kurvenlicht, Klimaautomatik, aktive Geschwindigkeitsregelung, also ACC, beste. Kilometertacho, ja, ist ein deutsches Kfz. TV-Funktion habe ich erzählt, Vorbereitung Telematik, Vorbereitung Teleservice, keine Ahnung, ob mich nie mit dem beschäftigt.
Mein Handy verbindet sich aber immer mit meinem Auto. Super cool. Also ich habe Freisprecheinrichtungen drin. Funktioniert hervorragend. Navi-System Professional. Jo, BMW Assist ist wahrscheinlich auch was am Start. Spracheingabe habe ich erzählt. Vorbereitung Handy Business auch am Start. CD-Wechsler, HiFi-Lautsprecher. Länderführung Deutschland. Ja, Sprachvision Deutschland. Fertig. Ja, das war einmal der Kurzdurchgang der Liste. Noch ein paar Hack-Macs hier aus meinem Info. Also 25.04.22 ist Produktionsdatum. Das Ganze wurde gefertigt. Steht jetzt hier nicht in diesem Laden drin. Schade. Ja, N52 erste Generation, 258 PS, 3D Hubraum, Titan, Silber, Metallic. Dann hoffe ich, dass ihr einen ganz guten Eindruck bekommen habt zu meinem Auto. Dass ihr mal so einen Eindruck bekommen habt, wie das Ganze aussieht, wie der aktuelle Zustand ist, womit ich hier die ganze Zeit rumfahre, womit auch ihr mit rumfahrt, wo der Sound herkommt. Und das war es soweit von meiner Seite hier aus dem wunderschönen sonnigen Hamburg um 17 Uhr. Ja, 17 Uhr. Super nice. Also, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Kommentiert gerne, was auch immer ihr kommentieren wollt. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagen sollt. Würdet ihr ein Auto ohne ACC kaufen? Ich glaube ich nicht mehr. Ohne Aktivlenkung? Ich glaube ich auch nicht mehr. Jemals ein Problem gehabt mit der Aktivlenkung? Niemals. Lief immer tadellos, immer richtig gut. Ich kann auch mal ein Video machen, in dem ich euch erzähle, was ich alles jetzt geändert habe an dem Fahrzeug. Das hänge ich jetzt mal, glaube ich, an. Aber das ist eigentlich mein aktuelles Kfz. Zustand habt ihr gesehen. Ich werde vielleicht noch mal ein, zwei gute Aufnahmen machen. Ansonsten war es das. Ich bin sehr glücklich mit dem Auto. Das Auto hat auch noch heute im Jahr 2020 eine extrem hohe Relevanz. Die Sonne ballert mich weg. Und das war's von meiner Seite. Haut rein, Jungs. Peace.